Wenn man am Wochenende aus der City von seinem Einkauf wiederkommt, dann trägt man oftmals eine ganz gute Ausbeute in Gestalt von verschiedenen Tüten mit Klamotten mit sich herum. Und Ausbeute hat tatsächlich auch was mit Münzen zu tun. Es gibt nämlich sogenannte Ausbeutemünzen. Als solche bezeichnet man Gepräge, deren Edelmetall aus einem ganz bestimmten Bergwerk kommt oder aus einem bestimmten Bergbaugebiet. Im Königreich Hannover beispielsweise prägte man Dukaten mit der Aufschrift Ex Auro Hercyniae, also aus dem Gold des Harzes geprägt. Überhaupt, die größte Palette an Ausbeutemünzen prägten wahrscheinlich die Herzöge von Braunschweig und Lüneburg im 16. und 17. Jahrhundert. Diese sind überwiegend aus Silber, das eben auch aus den Bergwerken des Harzes stammte. Manche dieser Münzen im mehrfachen Talergewicht sind so groß, dass man darauf sehr detailliert auch Bergbauszenen abgebildet hat. Und zwar so detailliert, dass man sogar einzelne Arbeitsschritte und Werkzeuge eines Bergmanns darauf erkennen kann. Wenn man nicht direkt draufgeschrieben hat, woher die Münzen kommen, dann gibt es manchmal auch kleine Symbole, die einem dabei helfen zu erkennen, woher diese Münzen stammen. Beispielsweise den heiligen Andreas auf den Münzen der Grafen von Hohenstein, der daher kommt, dass das Silber eben aus der Grube St. Andreas stammte. Oder auch eine Lautenspielerin auf einigen Geprägen, ebenfalls von Braunschweig-Lüneburg, die einen Hinweis gibt auf die Grube Lautentals Glück. Wenn ihr mehr über Münzen und Metalle erfahren wollt, dann klickt doch eines der anderen Videos an. Vielen Dank.